Könntest du mir bitte helfen, vielleicht meinen Account wiederherzustellen bei Clash of Clans? Einer meiner Accounts wurde nämlich gesperrt, gerade eben leider aus Sicherheitsgründen, und ich weiß nicht, wie ich das hinbekommen soll, meinen Account wieder zu bekommen. Und damit willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. So eine Fragen, die erreichen mich eigentlich so mindestens einmal die Woche, wenn nicht zweimal die Woche, meistens über Kanäle, wo ich das überhaupt nicht erwarte. Instagram zum Beispiel ist so ein Kanal, da erwarte ich das gar nicht. Ich meine, ihr könnt das ja auch in die Kommentare schreiben oder schreibt mir eine E-Mail oder was auch immer, aber unterm Strich kann ich euch sagen, weder ich noch ein anderer Content Creator könnte euch in solchen Fragen überhaupt helfen. Das sei mal, das ist so eigentlich der Schlussstrich. Das können wir nicht. Also ich dann sowieso als Letzter, würde ich fast mal sagen, die noch näher dran sind, so wie Mobile Fanboy, Izo oder Noobs etc., können das auch nicht. Denn wir haben überhaupt keinen Einfluss auf diese ganzen Systeme oder auf Leute, die das entsperren könnten. Also so nach dem Motto, hier, du, ich habe einen Kumpel, da habt ihr den Account versehentlich gesperrt, aus welchen Gründen jetzt auch immer, das sei mal dahingestellt. Könnt ihr den bitte wieder freischalten, das ist ein ganz tutti dufte Typ. Geht leider nicht. Das, was ihr eigentlich nur machen könnt, ist entweder ihr loggt euch mit einem eurer anderen Accounts, falls ihr mehrere habt, ein und schildert das Ganze über den Support. Macht das über die Webseite, aber in-game hat es bei mir bisher immer ganz gut funktioniert, und zwar einmal auf das Zahnrädchen hier unten gegangen und dann auf Hilfe und Support. Jetzt geht mein Bild gerade so ein bisschen weg. Das Witzige ist, dass das Bild in der Aufnahme gerade ist tatsächlich, aber hier bei mir auf dem Tablet, muss ich mein Tablet jetzt mal so drehen in die Horizontale, sonst sehe ich das nicht. Und zwar könnt ihr dann natürlich auf das Spielkonto gehen und könnt sagen, Konto Wiederherstellung. Und hier gibt es natürlich vorgefertigte Fragen, gar keine Frage. Hier wird man unter Umständen nicht wirklich fündig. Und es gibt hier auch einen Punkt, jetzt muss ich mal eben mal zurückgehen. Supercell ID, verliere dein Spielkonto nie wieder. Das stimmt natürlich auch nicht, das ist auch da unten so ein Satz, der passt vorne und hinten nicht. Natürlich werden immer noch Konten gescammt und übernommen, über welche Kanäle die Leute das dann auch immer machen. Aber man kann hier, glaube ich, auch da unten, rechts unten ist ein Chat, das seht ihr jetzt nicht. Wenn ihr das aufmacht, dann seht ihr das, da unten kann man chatten. Da bekommt man auch erst vorgefertigte Antworten. Aber da kann man natürlich nochmal darstellen, was ist eigentlich passiert. Wenn ich hier jetzt leider das X rausdrücke, dann passiert hier leider Folgendes. Mein Bild ist verschoben. Mein Bild ist ganz verschoben. Das heißt, ich muss einmal die Synchronisierung hier stoppen und starte sie wieder an. Und dann müsste das Bildchen eigentlich gleich wieder in den passenden Rahmen passen oder reingehen. Ist ein kleiner Bug hier vom iServer. So sehe ich das so ein bisschen. Der kommt halt mit der Verschiebung und mit der Drehung nicht wirklich klar. Also mehr Möglichkeiten gibt es nicht. Was heißt mehr Möglichkeiten? Das sind schon ganz schön viele Möglichkeiten. Nach wie vor ist es, glaube ich, das Einfachste, wenn man etwas bereithält, was derjenige, der den Account vielleicht übernommen hat oder wenn Supercell ihn gesperrt hat aus Sicherheitsgründen, ist er vielleicht zu oft von verschiedenen Stellen quasi kontaktiert worden, sodass sie erstmal gesagt haben, oh, den legen wir erstmal nur still, löschen tun wir den nicht, wir bannen den nicht, sondern wir legen den nur ein paar Tage still und geben ihn dann wieder frei, wenn die Aktivitäten sich auf dem Account, auf der E-Mail-Adresse oder auf der ID, die dahinter steht, sich wieder beruhigt haben, wieder frei. Da kann man natürlich nur drauf hoffen, aber letztendlich will man den Account natürlich schnell wieder haben und deswegen geht das entweder, es geht nur über den Support, Leute, und ihr solltet auf jeden Fall immer sicher sein, dass ihr euren Account verbunden habt mit einer gültigen E-Mail-Adresse und mit einer ID dahinter. Ihr seht das hier, meins ist komplett verbunden. Alle Accounts, die ich habe, haben eine eigene E-Mail-Adresse, haben eine eigene Supercell-ID und die Geräte, die ich habe, lassen sich von mir auch alle nachvollziehen. Ein bisschen einfacher habe ich es natürlich auf den großen Accounts hier, weil hier habe ich natürlich Ingame-Käufe gemacht. Und die kann nur ich belegen. Ja, wenn mir jetzt der Account hier abhanden kommt
und ich sage, hör mal hier, da spielt jemand anders mit meinem Account, ich würde den gerne wieder haben, dann kannst du es natürlich belegen, indem ich sage, ja, pass mal auf, letzten Monat habe ich einen Pass bekommen vom Toto und davor dem Monat habe ich auch mal was gekauft. Es ist natürlich immer schwierig zu sagen, nein, ich weiß, ihr wollt alle Free-to-Play spielen, bloß kein Cent in dieses Game rein. Das ist absolut nicht wert, hier auch nur eine müde Mark rauszugeben, hätte ich mal fast gesagt. Im Moment gibt es sowieso so gut wie keine Angebote, außer die hier, die ja alle schon viel zu viel Geld kosten. Alter, 4,99 geht gar nicht. Aber manchmal gibt es ja auch ein Angebot 99 Cent. Und 99 Cent, das wären viermal Flaschenpfand für kleine Plastik-Cola. Na? Müsst ihr nur mal ein bisschen suchen gehen und dann habt ihr das. Für umsonst. Ja, für umsonst. Schmeißen andere Leute weg. Ihr könnt euch den Pfand krabbeln. Ich sage das immer so scherzhaft, aber so ist es ja eigentlich auch. Und da habt ihr 99 Cent und könnt ihr Einkauf machen und könnt immer noch sagen, naja, ich spiele ja immer noch frei. Ich habe immer noch nichts investiert, war ja das Geld von den anderen. Ja, so kann man es ja machen. Und dann könnt ihr, habt ihr wenigstens einen Beleg. Habt ihr einen Beleg und könnt sagen, ja, ich habe am x-ten Einkauf gemacht und zwar 99 Cent, einen Ressourcentrank und 40 Millionen Gold. Und daraufhin verifiziert ihr euch natürlich schon ein bisschen besser als derjenige, der euren Account vielleicht übernommen hat, wie auch immer, und den Account jetzt auch gerade spielt und ihr wollt den unbedingt wieder haben, auf eure E-Mail-Adresse natürlich. Und dann kann der Supporter schon viel, viel mehr machen. Ja, aber wie gesagt, es erreicht mich immer wieder. Nebenbei ist es mir natürlich auch immer ein Rätsel, wie Leute dann ihre Accounts verschwinden lassen können. Ich meine, der richtige Klassiker, den es früher natürlich immer gab, ich geh mal hier in die Karte rein, wir haben von den Farmkriegern hier eine richtig schöne Klatsche gekriegt. Eine richtig schöne Klatsche gekriegt. Gehe ich auch mal rein hier. Glückwunsch auf jeden Fall an die Jungs vom, an die Jungs und Mädels vom, von den Farmkriegern. Und ja, Drachen, ne? Also wir wurden überflogen, zumindest auch im oberen Bereich 28, es fehlten nur 2 Sterne. Wirklich gut, guter Angriff, und manchmal habe ich immer so das Gefühl, wenn ich sowas sehe, das ist auch so unheimlich einfach, weißt du, einfach so alles auf einen Fleck und mal warten. Warten wir mal ab, was da kommt. Und noch schön mit den Klonzaubern auch gearbeitet und auch noch viele Loons vor allen Dingen am Leben gehalten. Auch die geklonten Loons. Und so ging das hier mit mehreren Angriffen. Schöne Taktik. Habe ich selber auch noch gar nicht probiert, mit den Klonzaubern vor allen Dingen nicht wirklich zu arbeiten. Aber was noch nicht ist, kann ja noch werden. Und die Geschichte mit den Accounts ist schon ein bisschen schwierig. Aber wie gesagt, mich erreicht das so einmal die Woche. Und aber da kann euch wirklich niemand helfen. Ihr könnt euch alle anderen anschreiben. Es wird keiner sagen, ja, warte mal, ich rufe in einer halben Stunde zurück, dann hast du einen Account wieder. Leider nicht. Wenn es so einfach wäre, dann wäre das, ich sage mal, das Entnehmen eines Accounts wohl genauso einfach, aber so einfach ist es dann ja auch nicht. Aber es gibt immer noch wieder Möglichkeiten, wo du an gewisse Account-Daten kommen kannst, oder du kannst es ja mal probieren. Ja, ich sehe auch immer selber, dass ich auf einen Account oder auf eine E-Mail-Adresse von mir, da kriege ich immer Supercell-Anfragen. Ja, so nach dem Motto, so pass mal auf, du hast dich gerade mit einem anderen Device angemeldet, mit deiner E-Mail-Adresse hier, gib mal hier den 6-stelligen Code ein, und dann lese ich das in meiner E-Mail von Postfach XY und denke, ja, da habe ich ja nie ein Spiel drauf verknüpft und auch keinen Account drauf verknüpft, also warum bekomme ich von Supercell dort eine ID-Anfrage? Derjenige müsste jetzt schon mein Postfach auch übernehmen, damit er überhaupt diesen 6-stelligen Code kriegt. Ansonsten kann das nur abbrechen und kommt trotzdem nicht an meinen Account ran. Ja, also, aber auch das kommt immer wieder vor, dass ich plötzlich auf irgendwelche E-Mail-Accounts, und Leute, ich habe wirklich viele, viele E-Mail-Accounts, dass ich dort ja so eine Nachricht von Supercell kriege, gib mal den 6-stelligen Code ein, und ich bin irgendwo, keine Ahnung, aber nicht an meinem Rechner, nicht an meinen Tablets. Und dann habe ich immer, dann weiß ich auch immer, aber ihr seht das hier, ne? Genau das gleiche, einfach run. All in. Ist das so? Ist das so einfach? Ist es so einfach? Oh, ich habe heute einen Ventilator hier stehen.
bringt ein bisschen was. Kein Regen in Sicht hier in dieser Region. Auch wenn es angesagt wurde, die Prozente purzeln immer weiter. Ja. Und dementsprechend noch keine Besserung hier in Sicht. Es wird ein bisschen kühler, ja. Allerdings, zumindest für diese Region hier, kann ich euch sagen, dass wir trotzdem keinen Regen kriegen. Es ist zwar aber dann nicht mehr 30 Grad hier, ja, nur noch 25, aber null Regen. Und das bis nächsten Sonntag. Weiter geht die Vorhersage noch nicht. Das ist unglaublich und es ist schon anstrengend. Mittlerweile empfinde ich das auch schon als sehr, sehr anstrengend. Früher war ich ein Sonnenanbeter, ja, habe ich mal gesagt, Sonne, mach mich dunkel. Und aber heutzutage ist das ganz, ganz anders. Da meide ich die Sonne und du kannst dich ja gar nicht ganz meiden. Ja? Selbst wenn ich hier mal 2, 3, 4 Stunden Fahrrad fahre, dann bist du ja so ein bisschen der Sonne ausgesetzt. Also Körperstellen, die noch nicht bedeckt sind, schön eincremen. Und oder aber Sachen tragen, die man eigentlich nicht so trägt. Ja, ich sag mal so Langhosen vielleicht, eine Jogginghose oder sowas, auch wenn es so warm ist. In alle Stellen, die dann natürlich bedeckt sind, können weiteratmen, müssen nicht nochmal zusätzlich geschützt oder gecremt werden. Und na klar ist es angenehmer. Ich mache das auch nicht. Ja, ich mache in keinster Weise. In keinster Weise. Okay, der Arsurmen hier, auch sehr schön, aber gleiche Taktik. Ich glaube, ich probiere die auch mal aus. All in. Mann. Ah ja. Aber es hat funktioniert und es hat ja auch auf meine Base funktioniert, glaube ich, dass da auch Drachen genommen wurde. Ich zeige euch den Angriff auf mich nicht. Der ist, der war auch dreisternig, ja. Mal sehen hier, der Lizard ist aber ein, ist das ist ein, ja, aber ich sehe es auch hier selber. Ich meine, okay, das ist ein Dip, ja. Da versucht er hier unten jetzt irgendwas rauszubekommen. Lässt dann hier oben, ja okay, den hat er schön gesehen, dass die Luftabwehr ein bisschen weiter weg ist dort. Und aber genau das gleiche. Einfach Loons raus. Hier unten ein bisschen gegengefandelt auf 9 Uhr mit den Babydrachen. Die Drachenreiter hinterher. Und dann geht das hier einfach rein. Einfach so. Irgendwann wird der Zeppelin geschmissen. Ja, was heißt irgendwann? Ist gut. Wird einfach so geschmissen. Einfach mit rein in die Meute. Ich probiere das auch aus, Leute. Echt, das geht ja gar nicht. Wie einfach soll das sein? Klonzauber rein. Bam, bam, bam. Da erwischt es dann auch nicht alle Ballons da oben. Das sieht er auch. Wir leben auch alle fröhlich weiter hier. Trotz der, auch trotz des Gigateslas. Und, naja, gegen jetzt die Multi-Infernos gegen die Drachen. Natürlich auch schwierig an der Stelle. Aber, ja. Du hast halt so gut wie keine Chance. Und wenn das Konzept hier aufgeht und es wirklich zurzeit so einfach ist mit Drachen, dann muss der Tutti das auch mal ausprobieren. Vielleicht ist er wirklich so toll. Ja, den Rest macht er dann hier mit den Helden. Klar, nichts mehr am Leben. King kriegt da unten auch kurz mal Lack. Naja. Aber schön gemacht hier. Wir haben ein bisschen versucht dagegen zu stinken. Ist uns nicht wirklich gelungen. Ist das sind dann für mich sind das dann immer Kriege. Da probiere ich dann Lalo, einen Sui Lalo mit Rathaus 14 auf Rathaus 13 und vergeige den auch noch. Aber ich hab's dann probiert und wenn es funktioniert, funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, müssen wir halt weiter üben. So muss man sagen. Oh, Käse. Eieieiei. Also demjenigen werde ich jetzt, glaube ich, nicht mehr antworten. Ich werde ihm einfach sagen, du, ich habe das im Video beantwortet heute. Und dann könnt ihr könnt mich natürlich nach wie vor anschreiben, gar keine Frage, aber ich werde euch leider in der Form nicht helfen können. Ich hoffe, ich konnte euch zumindest helfen, was es angeht, sich an den Support zu wenden. Ihr braucht auch keine Angst haben oder sowas. Die beißen euch nicht. Ja, und die nehmen euch auch nicht auseinander oder sowas. Aber ein bisschen Geduld muss man an den Tag legen. Die versuchen natürlich auch irgendwo so ein bisschen was rauszufinden im Hintergrund. Und lasst euch da aber nicht abschrecken, vor allen Dingen nicht von den automatisierten ersten Antworten überhaupt nicht abschrecken lassen. Am besten die so lange beantworten, bis es nicht mehr geht und dann taucht irgendwann, ich sag mal, so ein echter Supporter auf, der euch, der sich dann eure annimmt und der euch dann auch ganz spezifische Fragen stellen kann.
Das kann so ein Roboter, sage ich mal, an der Stelle noch nicht wirklich, außer er ist vielleicht von meiner Firma programmiert. Die können KI. Okay, ja, ihr seht, die ersten Fässer sind hier voll und das Ligaende naht. Ich habe auch einiges an Vorteile reingespielt. Ich denke mal, hier kommt noch ein bisschen was hinzu. Beim Avatar wird sich in jedem Fall in den nächsten Tagen was tun. Den ballern wir hoch. Ich muss mir nur noch eine absolute todsichere Strategie überlegen, wie ich wirklich kein Buch verschwende, wie ich keinen Hammer verschwende und wie ich das Beste, sage ich mal, von einem Start auf Rathaus von 13 auf Rathaus 14 durchmache. Denn wir sind hier fertig, 12.8. Damit wir auch das Unibuch nehmen können, muss ich sowieso, Moment mal eben, ach, ich muss, glaube ich, niesen. Wollte ich ja eigentlich ein Unibuch nehmen. Im Moment kann ich gar kein Unibuch nehmen. Im Moment kann ich natürlich nur einen Hammer nehmen, aber ich glaube, ich kann ein Unibuch nehmen, wenn ich den normal mit Gold hochmache. Also das Rathaus normal mit Gold hochmache. Und dann habe ich hier unten das Unibuch, denke ich mal, zur Auswahl. Ich hoffe es zumindest, denn wir haben ja noch hier eins abzuholen, was wir uns noch nicht abholen können. Das wollten wir ja noch machen. Auch hier haben wir noch ein paar Tage Zeit. Lass mal gerade gucken, steht die Restzeit da? Ne, die steht nicht da, sondern die geht halt bis Ende des Monats. Und Restzeit 10 Jahre Clash, 5 Tage, 19 Stunden, also noch ist ein bisschen was. Und dann halte ich euch auf jeden Fall auf den Laufenden. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem ganz gut gefallen. Also Account weg, was nun? Nicht in Panik geraten. Einfach das machen, was ich euch gerade eben versucht habe zu erzählen. Und dann habt aber trotzdem ein schönes Wochenende. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis dahin, euer Toto. Clasht. Immer noch so warm. Wow.